Die politischen Stiftungen sind Träger einer eigenständigen gesellschaftlichen Entwicklungszusammenarbeit, die von der staatlichen Entwicklungskooperation nicht geleistet werden kann. Sie sind also, kurz gesagt, von Staat und Regierung unabhängige Institutionen. Diese Unabhängigkeit ist nicht nur Bestandteil ihres Selbstverständnisses und wenn nötig auch vehement verteidigtes Markenzeichen. Die politischen Stiftungen unterscheiden sich dadurch auch deutlich von anderen Institutionen, mit denen das BMZ zusammenarbeitet. Sie sind ausdrücklich keine Durchführungsorganisationen von Entwicklungszusammenarbeit. Sie handeln nicht im Auftrag der Bundesregierung, sondern lediglich mit ihrer Zustimmung und natürlich mit ihrer übrigens nicht unerheblichen finanziellen Unterstützung. Das bringt einen erheblichen Mehrwert für alle Beteiligten. Politische Stiftungen können auch in Entwicklungsländern tätig werden, in denen die staatliche EZ nicht mehr oder noch nicht tätig ist. Und sie können auch arbeiten, wo staatlicherseits Zurückhaltung geboten ist. In Ländern, deren Regierungen wenig Bereitschaft zur Verbesserung politischer Rahmenbedingungen zeigen, können sie als nichtstaatliche Organisationen reformorientierte Kräfte in der Gesellschaft stärken. Gerade in politisch komplexen, schwierigen, durchschaubaren Verhältnissen können sie so als Türöffner oder sogar Eisbrecher fungieren. Zentrale entwicklungspolitische Aufgabe der politischen Stiftungen ist die Demokratieförderung. Es geht um Stärkung von Schlüsselinstitutionen einer demokratischen Gesellschaftsordnung, wie Parlamente, Parteien, um eine unabhängige Justiz ebenso wie die Unterstützung von Good Governance und von Partizipation der Zivilgesellschaft. Was zeichnet die Stiftung aus? Sie haben teils über Jahrzehnte gewachsene Netzwerke zu den politischen und gesellschaftlichen Eliten. Damit wirken sie an der weltweiten Politikgestaltung erfolgreich mit. Dass sie gleichzeitig auch schnell und effektiv auf sich ändernde Umstände reagieren können, haben die politischen Stiftungen im letzten Jahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mithilfe des kurzfristig eingerichteten Fonds für Struktur- und ordnungspolitische Beratung im Kontext des arabischen Frühlings haben sie schneller als alle anderen Nichtregierungsorganisationen auf die Ereignisse in der Region reagiert. Die politischen Stiftungen können also beides: Prozesse anstoßen und begleiten, die einen langen Atem erfordern, aber auch auf politische Umbruchssituationen reagieren, die ein sehr kurzfristiges und flexibles Handeln erfordern. Kein Wunder also, dass die politischen Stiftungen und ihre Arbeit im Koalitionsvertrag explizit genannt und ihre Bedeutung nicht zuletzt durch einen stetigen Mittelaufwuchs in dieser Legislaturperiode sichtbar unterstrichen wurde. Insgesamt erhöhte sich der Stiftungstitel in dieser Legislaturperiode von 216 Millionen Euro auf 249,4 Millionen Euro. Das ist ein Anstieg von 33,4 Millionen Euro. Die beeindruckend schnelle und effektive Arbeit der politischen Stiftungen hat uns darin bestärkt, einen neuen Lehrtitel für gesellschaftliche Krisenreaktions- und Stabilisierungshilfe zu schaffen. Und dieser Lehrtitel ist nicht lange leer geblieben, sondern wurde sehr bald zur Unterstützung des Transformationsprozesses in Myanmar gefüllt. Vielfach wurden die politischen Stiftungen auch als Exportschlager bezeichnet, um den uns manche andere Länder beneiden. Sicherlich nicht das schlechteste Etikett. In der parallelen Tätigkeit von 6 parteinahen politischen Stiftungen spiegelt sich eine Grundüberzeugung, die das politische System der Bundesrepublik prägt. Dass die offene Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen und Organisationen, aber auch die Konsens- und Koalitionsmöglichkeiten zwischen ihnen sowie der Wettbewerb der von ihnen repräsentierten Wertesysteme unverzichtbare Bestandteile einer auf Pluralismus beruhenden demokratischen politischen Willensbildung sind. Grundsätzlich, ich bin ein großer Freund der politischen Stiftungen insgesamt, unabhängig von ihrer Couleur. Aber natürlich stehe ich als liberaler Minister der liberalen Stiftung besonders nahe. Als für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zuständiger Bundesminister habe ich naturgemäß mit der Auslandsarbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit besonders viel zu tun und von vielen persönlichen Kontakten und Gesprächen, ob in Berlin, Potsdam oder im Rahmen von Auslandsmitarbeiterkonferenzen und Reisen, profitieren können. Ob zu unserer entwicklungspolitischen Konzeption, zum Menschenrechtskonzept, der Zivilgesellschaftsstrategie oder zur Arbeitsteilung zwischen der neuen GIZ und den Stiftungen, den Input der Stiftungen habe ich immer als sehr konstruktiv, manchmal kritisch, in jedem Fall aber belebend und innovativ und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als kompetent und hochmotiviert erlebt. Auch deshalb lade ich die politischen Stiftungen regelmäßig zum Jahresende zu einem Gespräch ins BMZ ein, bei dem wir die Arbeit des Jahres Revue passieren lassen und uns über künftige Herausforderungen und gemeinsame Arbeitsschwerpunkte austauschen. Mit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und ihrer Auslandsarbeit verbinde ich aber nicht nur große Gesprächsbereitschaft und innovative Ideen,
sondern auch Flexibilität und die Bereitschaft, zusammen mit der staatlichen EZ auch neue Wege zu beschreiten und sich aktuellen Herausforderungen zu stellen. Die Stiftungsarbeit mithilfe des kurzfristig eingerichteten MENA-Fonds für struktur- und ordnungspolitische Beratung im Kontext des arabischen Frühlings war ein eindrucksvolles Beispiel, das Schule gemacht hat. Besonders eindrucksvoll ist das Engagement der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Nordkorea. Inzwischen suchen auch Organisationen, die selbst keinen Zugang zu dem weitgehend isolierten Land haben, die Expertise und die Kontakte der Naumann-Stiftung. Der Menschenrechtsbeauftragte der US-Administration, Robert King, lässt sich sogar regelmäßig über die Arbeit der Stiftung informieren und hat sich bereits schriftlich im Namen der US-Regierung für diese Arbeit bedankt. Angesichts der Kräfteverschiebungen in der Welt und in der internationalen Politik muss sich auch die Auslandsarbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit den neuen Herausforderungen stellen, wie sie beispielsweise die Umbrüche in vielen Teilen der Welt, die Transformationsländer oder die neuen aufstrebenden Staaten wie Brasilien, Indien oder China mit sich bringen. Dafür ist die Auslandsarbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung gut gerüstet. Sie kann ihre langjährigen Erfahrungen in Politikberatung und Netzwerkbildung, ihre Bemühungen um regionale und überregionale Zusammenschlüsse und der Organisation internationaler und globaler Dialogprozesse zu entwicklungspolitisch relevanten Themen nutzen, um den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowohl innerhalb und zwischen den Ländern als auch innerhalb der EU und Deutschland zu befördern. Damit die Länder untereinander und voneinander lernen und sich austauschen können, wird sich die Auslandsarbeit künftig voraussichtlich noch stärker mit der Inlandsarbeit verzahnen. Denn das Einbringen ihrer im Ausland gewonnenen Erfahrungen in die politischen Institutionen und Debatten im Inland durch Berichte, formelle und informelle Gespräche, öffentliche Veranstaltungen und Publikationen trägt nicht nur ganz wesentlich zum Dialog zwischen Politik und Gesellschaft bei, sondern vergrößert auch das Verständnis für Entwicklungspolitik insgesamt. Auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wird es zweifellos viele neue Herausforderungen für die Auslandsarbeit der FNF geben. Aber ich bin überzeugt davon, sie wird sie gewohnt engagiert, innovativ und erfolgreich anpacken.